Servus zusammen, salve a tutti, ich bin wieder da. Und ich habe beschlossen, ich gehe nie wieder in Urlaub. Im Februar war es die Würfelqualle, im Juni war es das Krankenhaus mit Lungen- und Rippenfellentzündung und diesmal war es ein Reitunfall, aber da habe ich wenigstens auch mal ein Krankenhaus in Ägypten kennengelernt. Saugeil. Meinen nächsten Urlaub verbringe ich in einer Gummizelle, bitte ohne Aircondition, dass ich keine Lungenentzündung bekomme. Irgendwie ist da der Wurm drin bei mir. Also wenn einer eine schicke Gummizelle kommt, bitte kennt, bitte ohne Fenster. Gerne Antwort an mich. So, am Freitag war ich bei NTV auf Einladung von der Société Générale und da habe ich gesagt, und dazu stehe ich auch weiterhin, ich glaube, dass bis zur Wahl nichts Nennenswertes passiert. Nennenswert heißt für mich 21.000 oder 17.000. Ich glaube, dass wir in dieser Range hier bleiben. Wir haben die Verbindung des oberen Bandes mit dem All-Time-High hier rund bei der 19.500. Und der DAX hat es also in der letzten Woche, insbesondere gestern, sehr schön gemacht, auf die 20-Tage-Linie aufgesetzt. Und die benutzt er jetzt mal hier als Sprungbrett. Der DAX hat, so habe ich es auch auf NTV gesagt, locker die Chance, von hier aus 500, 700 Punkte zu gehen. Der kann auch von mir aus die 20.000 nehmen. Dann haben wir endlich mal ein T-Shirt zum Drucken. Und nach unten hätte ich ein bisschen mehr Risiko. Aber vor der Wahl glaube ich nicht, dass hier irgendwie was in egal welcher Börse auf der Welt nennenswert passiert. 3, 4% nach oben, unten von diesem Niveau hier, ja, das halte ich für möglich. Nochmal die Punkte. Das All-Time-High in Verbindung mit dem oberen Band bei 19.500. Die 20-Tage-Linie heute bei 18.982. Die müsste morgen an der 19.000 liegen. Und erst wenn wir diesen Punkt hier, da, das Tief von gestern bei 18.900 unterbieten, hat ein Risiko auf das untere Band. Das liegt jetzt bei 18.480. Ich bin im Index wirklich nur sporadisch mal dabei. Ich habe also heute mal wieder angefangen zu handeln. Ich habe mehr so Einzelwerten. Bei mir ist das eine Nordex, eine Lufthansa. Oh, was waren da noch? Eine E.ON war es. Und ich habe im Index selbst momentan keine Position. Ich werde aber auch nicht dagegen halten, wenn er hier oben ist an dem All-Time-High. Wir sind technisch auf Tagestechnik völlig neutral, hier ist nichts. Ja? Deswegen, und wir sind hier sogar an der 50 rum, der kann locker diese 20-Tage-Linie, was er gestern gemacht hat, echt als eine Art Sprungbrett benutzen, federt ab und kann dann auch nicht nur das All-Time-High einstellen, sondern noch einen draufsetzen. Wenn man ganz kurz geschaut auf den Monat, das ist natürlich nach wie vor, finde ich, sehr kritisch. Ja, wir sind über die Stochastik extrem hoch, wir haben Verkaufssignal über das MACD, aber wir sind auch an einem All-Time-High. Wir müssen so hoch sein. Die Woche sieht ähnlich aus, ist auch schon recht hoch in allen Bereichen, in der Nähe des oberen Bandes. Das liegt interessanterweise auch so um die 19.400, ne, was sind das, 70. Ja. Also das verbindet sich das obere Wochenband mit dem Tageswochenband. Und jetzt, weil ich ja mittwochs ganz gerne mal ein bisschen kürzer gehe, von den 4 Stunden her ist alles noch in Ordnung. Gilt als leicht überkauft, ist aber nichts Besonderes. Wir werden positiv als MACD. Und wir haben dieses letzte Zwischenhoch hier von 19.208 überboten. Ist noch nicht ganz fertig, wir haben jetzt 17.30 Uhr. Aber auch hier, da ist nichts Nennenswertes. Ich war da im Urlaub, ich weiß nicht, ob diese Kerze da echt ist oder nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber auch hier hat Platz. Hier dagegen zu halten, fände ich zu früh. Aber ich benutze halt auch die Aussage, dass die Wahl stattfindet, um mich da rauszureden, hier nennenswert mitzuhandeln. Ich habe die Scheine ein bisschen anders gewählt diesmal. Und zwar hier mit dem 1000er Sprung und hier mit dem 600er Sprung. Das hier, das ist ein 1 hier, das ist nicht GP, Ausrufezeichen, das ist GP1. Ja, habe ich falsch gedrückt. Also mal gucken. Ja. GP1, B4E. So ein Put würde ich jetzt dann kaufen, wenn ich Verkaufssignale bekomme. Ich habe hier keine. Ich bin sehr gespannt, was er macht in der 19.500, aber er hat durchaus die Möglichkeit, hier drüber zu gehen. So, Freitag geht es dann weiter. Das wäre jetzt mal so ein kurzer Quickie. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Happy Trading und fette Beute. Bye bye.